Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Wo waren wir denn stehen geblieben? Oh, wir sollen zum Hochspannwerk. Das bedeutet, wir müssen wieder durch den Canyon. Ne, wo ist denn das? Altes Umstandwert. Okay, nach da hinten. Da ist noch ein... Warum kennen wir auf einmal alles? Hä? Und müssen wir jetzt wirklich den gesamten Weg hier lang laufen? Warum? Das kenne ich, das kenne ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben eine Karte von ihm bekommen, ja. Können wir mal gucken. Straftäter Versteck 1. Finde alle Geheimverstecke des Straftäters. 1, 2. 3. 4. Okay, die sind auf der Karte. Das würde aber bedeuten, wenn hier oben das Kraftwerk ist, kommen wir vermutlich nicht hier über den Berg ran. Vermutlich. Das würde bedeuten, wir müssen hier runter. Müssen durch das Tal, wo ein Wolf ist. Wo auf alle Fälle ein Wolf ist. Runter. Dann könnte man bei der Scheune schauen gehen. Oder wir gehen weiter. Altes Umspannwerk. Suchen hier auch das Strafversteck. Oh. Ja, wie spät haben wir das überhaupt? Oh. Okay, wir sind müde. Uns ist kalt. Und draußen herrscht wieso Winterstimmung. Deswegen schlafen wir mal. Immer noch. Ah, oder? Beruhigt sich. Es hat sich ein wenig beruhigt. Es scheint auch Tagesanbruch erst zu sein. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Wir haben, glaube ich, ganz viel Wasser hergeholt. Surrounded by snow. Nothing to drink. Da. Okay. So, dann trinken wir trotzdem. Also... Ich würde sagen, das Fleisch nehmen wir mit. Oder packen es hier vor die Tür. Das wäre auch noch eine Variante. Packen das Fleisch mal vor die Tür. Dann sollte es da zumindest frisch bleiben. So, dann gucken wir nochmal, bevor wir losrennen, weil... Wir haben Fleisch dabei. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Wir haben die Bomben dabei. Medikamente fehlen uns auf alle Fälle. Die Bandagen. Der Rest ist okay. Feuer. Thema Anzünder. Ja, sollte ausreichend sein. Klamotten sind soweit. Okay. Ja, die Jacke ist... Ja gut, aber brauchbare Windjacke. Ich will die... Will nicht unnötig Ressourcen, auch dafür nicht. Oh, warte mal. Guck mal, Sportweste, abgenutzte Down. Warte mal, eine Downweste und eine Sportweste. Das ist jetzt interessant. Neue Sportweste. Die macht aber nur 0,5. Das ist eine Downweste, die ich würde sagen, die sollte man wirklich reparieren. Die scheint sehr, um ein sehr vielfaches besser zu sein. Oh. Haben wir kein... Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben keinen Stoff. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir keinen Stoff mehr haben. Haben wir allen Stoff verbraucht? Nee. Nie im Leben. Ach du heiliger Bimmer. Da müssen wir was kurz zerlegen. Klamotten. Zum Beispiel dich. Und dich. Kriegen wir zumindest einmal Stoff raus. Vielleicht reicht das ja schon für die Downjacke. Weil wir werden unterwegs schlafen müssen. So viel steht außer Frage.
Und eine Down-Weste ist ja zumindest so schon mal gar nicht so verkehrt. Die macht jetzt schon. Ja, die macht jetzt schon mehr. Die 10 Minuten haben wir auch noch. So. Gucken, 66% war sie jetzt. 94 ist okay. Und damit ist das natürlich ein Unterschied. Und zwar ein ziemlich großer Unterschied. Sportweste weg. Okay. Haben wir noch irgendwas? Dich würde ich mitnehmen. Feuerholz sammle ich unterwegs. Haben wir. Ja, der Weg ist weit, aber naja, gut. So, ich würde einmal Kaffee mitnehmen wollen. Dann. Ich wette, wir finden unterwegs Ei genug. Daher würde ich nur einmal 0,5 Liter Wasser mitnehmen wollen. Haben wir Wasser überhaupt schon getrunken? Wieso verbrauchen wir so viel Wasser? Gib mal einen Liter mit. Also, das ist doch... So. Okay, na dann. Machen wir uns auf. Das wird... Haben wir die Waffen dabei? Wir sollten die gesamten Waffen mitnehmen. Auch die Dingspistole. Ich nehme sogar euch mit. Vielleicht kann man... Ja, dann nehmen wir dich auch noch mit. Ne, Zeug haben wir. Ja, muss reichen. 18 Kilo. Wenn wir noch Holz sammeln, wird es eng. So, marschieren wir mal los. Wir hätten natürlich auch was essen können. Ich überlege gerade, ob die Viecher auch bei einer Magnesiumfackel abhauen. Bei der stinknormalen, die würde ich nämlich jetzt einfach mal versuchen. Bei dem nächsten Wolf. Vielleicht haben wir ja auch Glück und der Wolf ist nicht mehr da. Ja, das wäre schön, wenn wir hier querfeld einkommen. Das sieht ja fast so aus, ne? Ach nee, oder? Ist das da einfach nur... Naja, wird einfach nur Schnee sein. Also ich gehe davon aus, wir müssen außen rum. Da sind Wölfe auf alle Fälle, das wissen wir. Ich kann ja trotzdem mal einen Meter laufen. Okay, da hat sich ein Wolf, ein Hirsch geangelt. Kann er auch behalten. Hab ich überhaupt gar kein Problem mit Wölfi, le Wölfi. Guck mal, ich sammle hier Stöcker. Genau. Ich hoffe, das war der Wolf hier im Canyon. Nein. Okay, Magnesiumfackel scheint nicht zu helfen. Kann nur nichts nehmen, ne? Okay, Magnesiumfackel. Blödsinn, hilft nicht. Und dabei verletzen wir uns jedes Mal. Okay, das war auch noch ein anderer Wolf, natürlich.
Ja, wir kriegen die auch nicht aus, ne? Wir können die nur werfen. Ich hatte ja gehofft, wenn wir die werfen, oder war einfach zu spät. Das kann auch sein, dass wir sie zu spät geworfen haben. Oder wir hätten sie gar nicht werfen dürfen. So, hier soll irgendwo das Versteck von dem sein. Da oben? Kann natürlich sein, wir sind ja in seine Richtung gelaufen, ne? Da oben wird es wahrscheinlich sein. Problem ist, der Wolf ist hier lang gelaufen. Weiß halt nicht, wie er jetzt auf mich reagiert. Okay, er macht einen Abgang. Hat er jetzt doch geholfen? Wir kommen mit einem Seil hier runter. Oh. Hä? Ach, da lang geht's. Wo? Das haben wir doch hier schon. Bin jetzt mitten drauf. Ist hier noch mehr? Ist hier noch mehr? Also laut der Anzeige ist exakt hier das Versteck. Nee, ist es nicht. Das ist viel weiter da drüben. Wie gesagt, da oben drauf. Ja, du mich auch. Ich sterbe hier wieso gleich? Ah, guck mal, über dem Baum vielleicht? Okay, er haut zumindest vor der vor der Magnesiumfackel ab, wenn ich sie schmeiße. Ist ja schon mal etwas. Über dem Baum? So die Variante, die mir noch einfallen würde. Die ziemlich tricky aber ist, weil wir kommen hier nicht weiter. Ja, wie kommt man denn da hoch? Ja. Muss da oben drin sein, aber da kommen wir jetzt so nicht ran. Wir laufen wieso recht lang. Ah, Gott, hier. Damit. Leider Gottes. Ist die Magnesiumfackel hinüber. Also wir müssen ja so lang. Vielleicht kommt man von hier ran. Sieht auch nicht. Also hier scheint es auch viele Bergsteine. Geiger Sachen zu geben. Was steht denn da dran? Blackrock Federal. Was? Penitentiary? Penitentiary? Hier ist er. Hm. So, hier kennen wir uns jetzt gar nicht aus. Wir wissen also nicht, was auf uns lauert. Cold is making my head.
Head wird weg. Ja, die alte Scheune wäre vielleicht gar keine eine schlechte Idee, ne? Aber ich würde mir gerne die Dinger hier einverleiben. Na toll, das hört sich wieder an, als wenn da unten Wölfe rumrennen. Das ist ein Auto auf jeden Fall. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da am besten hin? Ohne uns was zu brechen. Da scheint noch was zu sein. Okay. Nee, das hier scheint der niedrigste Weg zu sein. Jawohl. Da sind Hasen. Never felt so cold in my life. Ja, ich sammle ja schon Holz. Schade, ich dachte, hier liegt noch mehr. Aber hier ist nicht viel Holz. Das ist das Problem. Da hinten könnte noch eine Höhle sein. Na toll, Timberwölfe. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Acht Schuss haben wir nur. Problem ist, ich kann nicht sehen, wo die sind, ne? Ab. Okay, das hat auf jeden Fall einen ordentlichen Rumzeheben für die. Aber sie kommen wieder. Okay, sie hauen ab. Tatsache, ey, wir haben Luck. So. Wegpacken. Zedernholz, Zedernholz, Zedernholz. Wir wärmen uns hier auf alle Fälle auf. Axt, perfekt. Hundefutter ist auch okay. Wo ist der Ofen? Der war hier hinten, ne? In der Ecke. Feuer machen. Ja, damit, bitte. Aufwärmen. Das Fleisch holen wir uns. Das Fleisch essen wir. Come on. Go, go, go. Well, sehr schön. Thank goodness for that. Wir packen erstmal das Zedernholz hinzu. Eine Stunde, zwei Stunden und dann packen wir noch einen Stock hinzu. Garen. Kaffee. Wir holen uns erstmal das Fleisch. 6 Kilo hat so ein Timberwolf? Ach du Heilige Bimmer. Damn. I'm freezing. Ja, ist mir bewusst. Deswegen. Garen. Trinken. Ganz wichtig jetzt erstmal. Weil es gibt uns auch einen Kälteschutzbonus. Okay, da war ja wieso nichts mehr dran.
So. Die Frage ist, ob wir hier nochmal wiederkommen, ne? What have we here? Okay, das ist schon mal gut. Wir haben doch Klamotten noch gefunden, habe ich doch gesehen. Okay, die brauchbare leichte Jacke ist nicht so okay. Ist natürlich, ne, Windschutz. Jawohl, hat auch mehr Windschutz. Sie hat weniger Wasser, okay, ist aber schwerer anziehen trotzdem. Was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Ah. Aber abgenutzter dünner Wollpullover könnte besser sein, wenn wir den reparieren. 51 Minuten für die Reparatur? Okay. Warte mal bis zum Garpunkt. Garen. Wir machen uns noch einen Kaffee. Nehmen uns auch das. Tut mir leid, aber ich will die Haut haben. Oh Mann, ey. Nein! Ungenießbar. Kann man das jetzt... das wird mich jetzt interessieren. Was ist jetzt passiert? Wo ist das gelandet? Ja, ich weiß, dass es kalt ist. Ich will auch nicht wieder herkommen. Sag ich so, wie es ist. Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß. Deswegen machen wir wieder Feuer. Wir kommen nicht wieder. Nee. Wir müssen versuchen, glaube ich, zum Umspannwerk zu kommen und da reinzukommen, damit wir übernachten können. Dazu müssen wir erstmal aufgewärmt sein. So. Wir brauchen... ja, Kohle. Stunde. Hier Tannenholz. Fackel entnehmen. Die können wir schon mal wegpacken. Hallo? Okay, jetzt ist gerade irgendein Bug. Nee, jetzt ist wirklich gerade ein Bug, ne? Wir können gerade nichts machen. Was ist das denn? Ah, wir versuchen mal was. Nee. Geil! Schöner Bug. Wir speichern mal und laden und gucken, ob das funktioniert. Also, bis gleich. War zu windig. Ach so. Ja, perfekt. Okay, es funktioniert wieder. 4 Stunden haben wir jetzt hier. Und wir müssen versuchen, noch bis da eigentlich zu kommen. Problem ist, es wird jetzt schon dunkel. Okay, wir wärmen uns erstmal auf. Was machen wir noch so schnell am Feuer? Ich überlege gerade. Bonbon, okay, Fackeln. Stimmt, wir können ganz in der Zwischen... wir können ganz kurz mal unser Gewehr ein bisschen reinigen. Nicht doll. Also nicht viel. Nur ein bisschen. Der Kaffee war ungenießbar. Wird trotzdem nochmal
schnell Wasser garen wollen. In der Zwischenzeit reinigen wir noch unsere Waffe. Und dann... umso besser die ist, ne? Um effektiver. Aber wir sehen, wenn wir... bis zum Siedepunkt. Wenn wir... ein... ja, Timberwolf anscheinend headshotten, fällt er um. Also der ist gerade schön umgefallen. Trinken. Erstmal... ach. Gut, dann nehmen wir dich wieder, aufheben. Wie sinnvoll, ja, das ist jetzt eine verschwendete Zeit gewesen. Aber okay, wir müssen in die Richtung der Timberwölfe. Wir haben ja auch eine Axt. Kann man die so nehmen? Nee, kann man nicht, leider. Ja, okay, das wird hier der... okay. Wir sind halt da einfach nur abgekürzt. Schnell gucken. Ah, guck mal, da ist ein Zettel zum Lesen. Lesen. Überschrift des Briefes ist verschmiert und unleserlich. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Abhandlung Kollision schwarzer Löcher und eine neue Architektur für die Kosmologie dunkler Energie zur Beurteilung und potenziellen Veröffentlichung in Canadian Physics Review ausgewählt wurde. Wenn es neue Entwicklungen im Veröffentlichungsprozess gibt oder Probleme auftreten, melden wir uns bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, B. Tonkov, Chefredakteur. Aha. Das haben wir noch nicht durchsucht. Schade. Ja, Gott sei Dank haben wir eine Brechstange. Wasser. Okay. Da geht's den Weg runter. Okay, und wir gehen geradeaus. Ich höre überall nur Wölfe schreien, ne? Wo ist das Umspannwerk? Ich überlege, ob wir versuchen, am Morgen das Versteck zu finden. Gesehen. Problem ist. Okay, hier. Ich dachte gerade, hier sind. Doch, da hinten ist doch was, oder? Auch nicht schon wieder. Also Pech gehabt. Was? Ist dir egal? Muss ich das verstehen? Okay, wir sind auf jeden Fall gleich da. Und das habe ich gerade nicht verstanden. Kann ja nur eine Verzögerung sein. Oh. Memo? Beamte und Mitarbeiter, wir erhalten vermehrt Meldungen von einer verdächtigen Person, die im Tal herumwandert. Aus Sicherheitsgründen bitten wir,
bei allen weiteren Schritten Sichtung, Ort und Uhrzeit zu vermerken. Der letzte Bericht deutet darauf hin, dass die Person auf ihrem Weg an der alten Steinhütte am See östlich von Schwarzwald vorbeikommt. Okay. Stoff. Ah ja. Ja, genau. Machen wir die Biege hier. Ja, wirklich. Das ist meine Hut hier. Also ich gehe jetzt den Weg, weil... Warum auch immer ich den Weg gehe. Aber jetzt für mich der logische Weg, um hier reinzukommen. Da geht's nach oben. Eine Werkbank. Wettstein. Wege. Oh ja, das ist gut. Was nicht gut ist, die Tonne ist draußen. Gefällt mir nicht. Munition ist perfekt. Bretter, oder? Ja, die könnten wir zerlegen. Sehr schön. Holz haben wir genug. Boah! Du Töle, du! Entschuldigung. Oh, die hat mich gerade richtig erschreckt. Sehr schön, nimm mal mit. Okay. Mehr sehe ich jetzt hier unten auch nicht. Okay, wir wären also wahrscheinlich auch da, wo die Töle, also der Wolf lang gekommen ist, reingekommen. Vorratsbehälter. Das war's. So rein.